Was machen Hallo die nochmal? Und willkommen zurück zum Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ich habe Macht des Drachen, er hat Erscheinen der Monarchen. Ja, so nennt sich das richtig, richtig gut, gut, gut gesagt. Genau, und du bist noch nicht drin. Wurde ausgewählt. Duell beginnen. Genau. So, so. Auf in den Krieg. Ah ja. Ene, mene, das Cyberdrache Nova hilft auch mit, ja? Ich will, dass du anfängst. Willst du, dass ich anfange? Du hast den Cyberdrache Nova im Deck? Du bist aber ein Cheater. Den hab ich nicht im Deck. Siehst du ihn doch. Also, ja, okay, er heißt... Irgendwie finde ich Cyberdrache Nova besser als Cyberdrache Unendlich. Aber wieso fange ich an? Ja, ich weiß, was du gewählt hast. Ich hab doch... Oh, dann war ich nicht rechtzeitig. Ja, ich habe angeklickt als Zweiter und da stand sogar da. Du bist als Zweiter. Hä? Wieso bin ich jetzt nicht Zweiter? Also, ich verstehe das nicht. Du nicht verstehen. Mein du bist Alter, das ist auch wieder eine Hand. Ich bin... Bin ich Monarch? Ja, du solltest Monarch sein. Bist du nicht Monarch? Ja, die ganzen Karten in meiner Hand. Kein einziger davon ist Monarch. Mehr Tipps gebe ich dir aber nicht. Okay, keine Ahnung. Mach was mit der Macht deines Drachen. Wieso zur Hölle sieht dein Friedhof so falsch aus, wie das gesteckt ist? Wieso? Der passt doch. Der passt überhaupt nicht da rein. Natürlich passt der. Passt der überhaupt nicht rein? Ja, doch, natürlich passt der. Das ist doch eine Monarchenkarte. Dein Friedhof ist eine Monarchenkarte? Das, was du aufgeflippt hast. Ja. Das passt doch. Bei Drachen ist nicht immer alles feurig, ja? Da ist auch ein Stück Wald. Oh mein Gott, was tust du? Bislang noch nichts. Da will ich auch schwer hoffen. Jetzt kommt sie, meine stärkste ATK-Karte. Im ganzen Scheißdeck. Ja, ich so glaube irgendwie nicht, dass 600 ATK das stärkste ist, was du in deinem Deck hast. So gut wie ich gezogen habe, stehen die Chancen nicht schlecht, dass du gewinnst. Oh mein Gott, Alter! Ja, weil ich auch so viel besser ziehe wie du! Hast du überhaupt kein Monster, eins, oder was? 2, 3, 4, 5, 6. Oh, was? Ich spiele aber gar keine Karte. Was? Willst du dann was in den Friedhof schmeißen? Und dann vielleicht! Warte, aber bringt das überhaupt was? Ja, du kannst deinen Weißen dann. Ich beschwöre. Ah ja, okay. Ich habe echt ein Problem. Ich muss unbedingt so viel Damage machen wie möglich. Wenn du meinst. Also los. Ja, ich habe immer noch keinen Monarchen, Mann. Du hast doch kein anderes Monster. Naja, da liegt schon noch eins, aber. Ich meinte auf der Hand. Nee, auf der Hand nicht mehr. Ich habe auch keine Kartenverbesserung, sonst könnte ich mir wenigstens ein bisschen helfen. Naja, immerhin hast du auch nur eine Mega-Brickhand. Aber wenn du jetzt dein Blau gegen weißen Drachen in den Friedhof schmeißt und ihn danach das ist sowas von der spezial Ding beschwörst, dann bin ich ziemlich am also Arsch. Also, like, okay, ich schmeiß ihn weg, ja. Nein, was tust du? Oh, du schmeißt ihn so weg, statt dass du ihn jetzt einfach abwirfst als siebte Karte? Und du sorgst dafür, dass ich den nochmal ziehe. Schlau. Natürlich hast du Ruf des Silbernen. Genau davor habe ich Angst. Da kommt er, der blaue Gege. Aber damit du nicht rechnest, ist, dass ich 3000 Defense habe. 3000 Defense, das hast du nicht. Aber du Umständen hast. Ah, nee, du hast sogar den. Wundert mich, dass du mit dem nicht angegriffen hast. Der hatte ja mehr ATK als der andere. Ja, ich bereue es inzwischen, Mann. Ich habe einfach nur gedacht, dass du bestimmt irgendwas spielst, womit du den dann angreifen würdest. Aber das hast du ja nicht. Ja, gut. Jetzt hast du aber ein Monster, über das ich natürlich jetzt nicht drüber komme. Ja, hier, Glückwunsch. Übrigens. Das ist nicht so. Was? Was passiert, wenn ich das da mache? Ich sag dir eins. Oh, ich kann nur deins dafür wählen. Okay, von mir aus. Das tut dann nicht ganz so sehr, wie ich gerade gedacht.
man es also nicht blocken. Aber was? Ich bin voll am Arsch. Selbst wenn ich einen Monarchen ziehe, bringt mir jetzt nichts mehr. Wie was ist denn das? Okay. Okay. Feier. Okay. Let's go. Ich bin über den Zwei. Scheiße, Mann. Ich verliere gegen Macht des Dach und du beschwerst dich über deine Hand, verarscht dich jemand anderen, Mann. Ja, weil ich halt nichts beschwören konnte, aber als ich dann die Karte gezogen habe, indem ich in den Friedhof kriegen konnte, da war es dann schon ganz gut. Okay, wie viel Schaden mache ich dir? 3000 und dann noch 1100 hinterher. Ja, ich überlebe, das ist doch klar. Ja, stimmt wohl. Leider überlebst du das. Ja, ein einziges Mal. Nächste Runde nicht mehr. Das Ding ist halt... Ja, wohl, warte. Du hast keine Karte auf der Hand, wo du spielen kannst. Das heißt also, du kannst mir in der nächsten Runde, wenn dann nur ein Monster hinlegen. Und keinen Monarchen sofort beschwören. Außer du hast alles, was du dafür bräuchtest. Dir fehlt nur eine Karte. Das weiß ich jetzt nicht. Anscheinend nicht. Das wäre der Meme. Aber das wird mir nicht weiterhelfen. Du, das Deck hat doch Blue Eyes nur zweimal, oder? Keine Ahnung. Ja, das kann sein, ja. Ja, ich hab den zweiten in der Hand. Wen greife ich zuerst an? Ah, okay. Du hast das, das gewonnen. Okay. Oh, das ist wirklich sogar der. Ja, okay. Ich wollte nichts sagen, weil ich gedacht habe, du sollst selbst entscheiden. Ich sag einfach so, deswegen habe ich so confidently angegriffen. Weil, like, wenn da was Stärkeres wäre, wäre ich wahrscheinlich auch so drüber gekommen. Ja, nur der Festungskrieger hätte mir geholfen. Ja, gut. Aber der wäre natürlich dann trotzdem weg, weil zwei Angriffe hatte ich. Ja, und in der Runde danach hätte ich Spalt gezogen. Nein, Spaß. Das okay, ja, wenn du das so sicher weißt. Nein. Möglich wäre es schon. Ich weiß nicht, wieso ich so schnell verloren habe. Es war einfach die Brickhand. Die Brickhand. Es war gar nicht so eine schlimme Brickhand, aber gut, ich hatte immer noch keine Ahnung. Soll ich was anklicken oder nicht? Ach, lass einfach durchlaufen. Okay. Das ist mal nicht perfekt. Du hast versehentlich Endphase gedrückt, kann das sein? Hä, was? Warum denn? Du hast nichts gemacht. Ja, warum sollte ich was machen? Weil man normalerweise was tut, wenn man das Spiel startet. Was? Nein. Oh. Was? Okay, konntest du auch nichts machen, oder wie? Dachte ich, schließ mich einfach an. Fang das Duell halt erst in Phase 3. Diese Karte auf die... Du kannst ja was... Okay. Okay. Okay, okay. Also, da du nichts gemacht hast, Okay, das ist nicht dein Ernst. Was denn? Du hast mir gerade 100 Damage gemacht? Ja, wieso? Der Kimono-Drache hat dich angegriffen. Der Süße. Ein süßer kleiner Drache. So ärgerlich. Was? Ich könnte so heulen. Kannst du wirklich nichts spielen? Ja, hier, besieg mich einfach. Los, geh und besiege mich. Es ist mir gerade 200 gegen 100? Ja. Hol dir dein blaue gegen weißen Drachen. Hopp, gönn ihn dir. Mach dich mehr lächerlich als andersrum, aber in Ordnung. Ich hab kein blaue gegen auf der Hand. Dann beschwör halt einen Schimmerdrachen. Okay.
Was ist wirklich wieder komplett gebürgt? Ich weiß es nicht. Ich habe auf Anordnung des Kaisers jetzt dreimal auf der Hand. Ah, ja, das ist natürlich scheiße. Und dunkler Vorstoß zweimal. Aber du kannst ja schon mal eine spielen. Aber willst du den Effekt von der gar nicht benutzen im Allgemeinen? Oh. Ja, okay. Du hast gesagt, du hast ihn nicht. Ja, habe ich auch nicht. Ach so, das geht ja auch für den. Ja, das ist ja auch ein Drache. Also ich habe 5 Fallenkarten und einen Monarch da. Also, ganz ehrlich, brauche ich ja gar nicht mehr weiterspielen jetzt. Ach doch, schon. Okay, ja, ich, Na, der wird aber stark. Ja. Stärker als ich dachte, um ehrlich zu sein. Nicht ganz stark genug. 150 hast du noch. Es ist egal, was ich ziehe. Ich kann sowieso keine 2 Beschwörungen machen. Ich habe nur nachgezogen. Achso, er nimmt die Hälfte des Entwerfmodus. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass ich zweimal gewinne. Ich auch nicht. Bin so enttäuscht, ich werde Monarchen deinstallieren. Und das Problem ist, ich habe schon angefangen, welche zu kaufen. Du deinstallierst Monarchen. Ja, ich werde sie alle verticken. Die werden alle aufgelöst. In Sternstaub. Das würde ich dir nicht empfehlen, das wird sich so, glaube ich, nicht. Warte, was? Den konnte ich aktivieren? Du kannst den jetzt aktivieren, ja, und dann hast du dein Fusionsmonster da. Dafür ja, aber ist er da. Welches denn? Ja, das Fusionsmonster aus dem Drachen und dem Herderdrachen. Hä? Ja, wo ist der Herderdrache auf dem Feld? Oder. Ein heiliger Drachenrakit. Ach so! Oh mein Gott, Alter. Okay, ich wusste gar nicht, dass der das andere Fusionsmaterial war. Ja, Ragnarök. Wieso hast du jetzt nicht fusioniert? Ja, weil ich gar nicht wusste, dass das. Mein Gott, ich hab's ja also, erst ganz am Ende gesehen. Ich. Okay. Ich wusste nicht, dass der da. Ich meine, like, ich hab die Fusion immer halt mit dem Herrn der Drachen und dem Ding gemacht. Also wusste ich nicht, was das andere Material war. Wusste ich, dass okay, ich das auf dem Feld hab. Passiert. Mein okay, Gott, gib mir. Erst mal 13 mir, Minuten, das ging ja richtig schnell. Gib mir einen Samsara-Krieger, einen Monarchen und eine Doppelbeschwörung. Das wäre wahrscheinlich die optimale Hand. Okay, ich habe 4 Zauberkarten. Okay, das klingt nicht ganz optimal. Ja, nicht ganz, ist gut getroffen. Ah ja, ich steck den mal dahin. Genau. Aber stimmt. Axt-Drachonaut. Und Kartenverbesserung! Ah, ich hab's predicted. Kannst du jetzt auch beschwören oder machst du das jetzt nur, damit du schnell ein gutes Monster holst? Die nächsten 5 Karten sind 4 davon scheiße. Okay, aber die guten Karten hast du ja wahrscheinlich nach oben gelegt, oder? Okay. Ja, der Monarch, den ziehe ich nächste Runde. Habe ich die Karte eigentlich dreimal im Deck oder warum habe ich die wieder? Oh. Wen willst du? Willst du das da nächste Runde nochmal ziehen, bitte? Ich sag dir eins, ich benutze es jetzt lieber. Darf ich aufgeben? Nein. Bleiben wir allein beide 2400. Ja, okay, gut, ich kann dich jetzt angreifen, das stimmt wohl. War das okay, so fatal für dich? Ich ziehe in den nächsten 2 Zügen einen Monarchen und einen Samsara-Krieger. Du musst mich in 2 Zügen besiegen,
Ansonsten hole ich mir Monarchen. Das ist deine Zone. Ah ja. Überlebt die nächste Runde gar nicht. Ja, stimmt, da ist nicht das Death Monster. Oh. Das ist ein bisschen ungünstig. Überhaupt nicht, weil es ja den Schwächeren killt. Du brauchst nur ein Monster mit 400 ATK und ich bin Game Over. Okay, der reicht. Winddrache würde auch reichen. Aber der hier reicht. Also das ist wirklich das schlechteste Duell aller Zeiten. Damit meine ich, dass da in drei Duellen miteinander. Das ist so krass, Alter. Ist halt echt. Bist du gerade erst bei 16 Minuten? Willst du noch eins machen? Ja, meinetwegen. Kann ja echt nicht wahr sein. Das ist so schlimm. Ich meine, klar, mit Ring der Zerstörung habe ich definitiv einen Counter gegen deine Monarchen. Aber du hast ja nicht mal wirklich welche auf dem Feld bekommen, außer den einen. Ich hatte zwei Duelle lang gar keine. Okay. Schaut deine Hand jetzt wieder ein bisschen besser aus? Zumindest kann ich damit arbeiten. Ja. Okay. Das klingt ja zumindest schon mal ganz sparsam. Sparsam? Sparsam. Ja, eigentlich sollte ich wirklich zufrieden sein, verglichen mit dem, was ich davor hatte. Könnte ich sogar gewinnen mit der Hand. Okay, der hat genug Angriffspunkte. Ach so. Aber ja, er kommt nicht am Effekt vorbei. Der überlebt aber sowieso. Das ist ja so die Sache mit dem. Der überlebt ja so oder so. So oder so. Naja. Fusionsersatz. Der fünfköpfige Grafe ist einfach so unmöglich zu bekommen. Alter, wie willst du denn fünf Drachen hier aufs Feld kriegen? Hab ich auch noch nicht geschafft. Auch noch ausgerechnet den. Packst ihn ganz weit weg. Ich bin am überlegen, ob sich's gelohnt hat. Verteidigungsziehen! Ich habe überlegt, ob ich die Fallenkarte nehme und nicht das Monster. Weil ich mir gedacht habe, selbst mit Ruf des Silbernen, der ist ja trotzdem schwächer als Sudimyl. Und tja, dann hätte ich dir wenigstens 500 Schaden gemacht. Und so halt gar keinen. Und du hast eine extra Karte gezogen, also. Ich mach alles falsch. Übrigens, wir können den Part beenden, sobald du es schaffst, auch nur einen Monarchen zu töten. Naja, ich weiß nicht ganz, wie ich einen Monarchen töten sollte. Aber jedes Monster, was stark genug ist, ist ja ein Tributmonster. Na gut, das. Ring der Zerstörung ist eine Möglichkeit, aber muss ich auch erst ziehen. Und wenn ich dafür sorge, dass du nichts Neues ziehen kannst? Hey, kannst du das? Ja. Was hast du da gespielt? Ja, eine Karte. Hast du Lust, die nächste Runde zu ziehen? Du tauscht jetzt alles durch, ja. Ja, das Geile ist, ich habe jetzt einen Monarchen auf dem Friedhof. Solange ich ein Monster auf dem Feld habe, kann ich meine Falle benutzen, um ihn zu beschwören. Allerdings ist das dann eine Spezialbeschwörung. Keine. Wobei doch, das ist sogar eine Tributbeschwörung. Ja. Deswegen ist die Falle ja so aufgebaut. Ich krieg den Effekt dann sogar. Ja, also im Moment geht's mir ganz gut. Ist das zufällig das gleiche Monster? Ich habe leider nicht gesehen, was. Wer weiß! War. Macht ja so einen großen Unterschied, oder? Das Schlimmste wäre ein Kind Modo-Drache. Aber auch nur, wenn du einen blauäugigen Weißen auf der Hand hast.
Du greifst gar nicht an. Warum greifst du nicht an? Was zur Hölle? Denkfehler. Denkfehler. Kann es sein, dass du nur Monster hast? Okay, ich spiele erst einmal den da. Okay, nicht okay. Welche wählst du? Dann wonach? Zieh ich den dann gleich wieder? Ja, ja, den ziehst du dann gleich wieder. Das ist dumm. Dann habe ich nämlich nur noch Monarchen auf der Hand. Den habe ich ja noch nie gesehen. Die sind im Deck. Auf meine Hand. Das ist sehr scheiße. Mach eine Tributbeschwörung. Ich kann sogar aussuchen, welchen. Ist eins von deinen ein finsternes Monster? Oh ja, ist es. Dein finsternes. Hast du Bock, 1000 Schaden zu kassieren? So muss das eigentlich laufen. Ja, so muss das eigentlich laufen. Totale da hast Monat. Du recht. Ein Blutbeschwörung. Ungünstig, ja. Wissen die Zuschauer, dass mit dem Deck auch mal was passieren kann. Du wusstest, was ich ziehen würde. Und ich weiß, was du nächste Runde ziehen wirst. Denn ich spiele den einfach nochmal. Ja, das ist mein Tor. Ich hätte auch Möbius benutzen können. Oder Zarborg. Wäre dein Monster auf dem Friedhof? Möbius lohnt sich nicht, solange du keine Zauber und Fallen setzt. Also habe ich irgendwie diese Vermutung, dass du tatsächlich nur Monster auf der Hand hast. Wahrscheinlich hast du einen Kaisergleiter in der Hand. Wenn du meinst? Wenn du einen Winddrachen hättest, dann hättest du den vorhin gezogen, gespielt, weil er dann ja stark genug wäre. Aber warum habe ich den Kaisergleiter noch nicht gespielt? Also, naja. Weiß ich auch nicht. Schau mal, ich habe eine Doppelbeschwörung. Beschwörst du jetzt? Okay, und dann nochmal einen Menachen oben drauf, oder was? Hallo? Wo weißt du das? Ja, aber ich weiß nicht, was du sonst mit der Doppelbeschwörung machen würdest. Das ist ein bisschen viel Damage. Genug, um Game Over zu sein. Oh, den kannte ich ja schon. Ja, den kanntest du schon. Und ich kann seinen Effekten bereden. Vielleicht hat er noch nicht aktiviert. Das Duell war ja auch saukurz. Aber wenigstens mal komplett umgedreht. Aber halt in eine andere Richtung. Ja, also wenn das jetzt nochmal so gelaufen wäre, ich hätte geglaubt, dass ich verflucht wurde. Weil das ist ja unrealistisch. Dreimal hintereinander ist ja schon unrealistisch. Aber. Naja, ja. Manchmal zieht man halt schlecht. Das passiert ja. Halt. Ja. So ist das wohl. Wir hatten vergessen und ciao. Tschüss.